Heute zeige ich euch, wie man hier bei der Zorki 4 den Film einlegt. Und natürlich ist die Zorki eine kleine Besonderheit, weil sie wurde damals natürlich der Leica nachempfunden. Sie hat ein paar Kleinigkeiten als Verbesserung bekommen. Ich mache mal Objektivschutz drauf. Als erstes müssen wir hier den Deckel abmachen. Dann kann man hier das hier rausziehen. Das kommt natürlich auch wieder so rein, ist ja logisch. Und wie man sehen kann, gute alte Handwerkskunst, so wie damals die Leica auch gebaut worden ist. Nur dass diese Zorki 4 ein paar Fehler, die die Leica hatte, ein bisschen verbessert haben. Und zwar, dass man hier den Film schon ein bisschen einfacher einlegen kann. Obwohl es im Moment ein bisschen kompliziert aussieht, weil, wenn man das sich so anguckt, also so wird die Kamera eigentlich dann hingelegt. Ich lege sie mal kurz weg. Das heißt, das kommt so rein. Und ja, jetzt müssen wir in dieses kleine Metallblättchen hier den Film einspannen. Dazu drehen wir das einmal, schieben das hier so weit wie es geht rein. Dann müssen wir hier in diese kleine Ausbuchtung den Film einlegen. Ich würde jetzt schon mal so ein kleines bisschen den so halten. Dann drehen wir das Ganze um. Keine Sorge, das war nur der Deckel. So, jetzt haben wir hier die Kamera. Hier. Schieben dann das hier drauf. Halten das ein bisschen so, dass es hier rüber geht. Halten das auch fest. Die Rückwand. Jetzt können wir hier einmal, bevor wir die drauf machen, drehen. Bis es gespannt ist. So. Und jetzt schieben wir vorsichtig den Deckel drauf. Drehen wieder zu. Lösen einmal aus. Drehen wieder. Es gibt eine kleine Besonderheit, und zwar viele wundern sich, dass es hier oben die Verschlusszeit, dass man die Verschlusszeit nur verändern darf, wenn man so wie jetzt einmal zum Auslösen gespannt hat.
Das heißt, ich kann jetzt den Hebel oder den Knopf anheben, könnte jetzt auf Verschlusszeit 250 gehen, bis Verschlusszeit 1000. Ich stelle jetzt erstmal wieder auf 125. Und hier können wir natürlich die Blende einstellen, hier vorne, hier unendlich, und die Kamera fängt ungefähr bei einem Meter an. Das heißt, man muss natürlich im Vorfeld ungefähr wissen, wie weit das Objekt entfernt ist. Oder man macht mehrere Landschaftsaufnahmen, dann kann man eigentlich so auf unendlich gehen. Die ASA-Zahl, die DIN-Zahl, da muss ich jetzt einmal kurz nachgucken. Das stand nämlich nicht auf dem Kodak-Filmchen drauf, so wie es früher mal war. Das ist ein ISO 200. Da muss ich doch tatsächlich jetzt einmal bei meiner Cosina gucken. Wir müssen mit dieser mit diesem Rädchen hier gehen wir hier auf 24 und können jetzt auslösen. Hier vorne haben wir natürlich den Selbstauslöser. Ich mache das jetzt einmal. Wir haben ja den gespannt. Ups. Ja, das ist praktisch. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, machen wir nochmal. Müssen wir ja sowieso. Hier sieht man dann auch, dass sich das dann dreht, wenn man zum nächsten Bild geht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man erst, wenn man gespannt hat, die Verschlusszeit ändert. Es soll da drin was kaputt gehen. Auch wenn einige das nicht glauben. Ich finde es nicht unmöglich, dass man, nachdem man den Film gespannt hat, die Verschlusszeit ändert. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ganz normal. So, und jetzt machen wir den Selbstauslöser, weil ich muss die Kamera ja auch testen, ob das funktioniert. Es hat funktioniert. So. Viel mehr gibt es hier nicht zu sagen, außer wenn man den Film hinterher natürlich zurückspulen möchte, kann man hier dann drehen.
und man muss vorher wahrscheinlich einmal die Sperre heben. So. Hier hinten guckt man durch. Man sieht natürlich nicht durch das Objektiv. Man hat eigentlich nur eine kleine Auswahlmöglichkeit. Das Schöne bei diesen Kameras ist, dass es eigentlich immer eine Ledertasche dazu gab. Das ist etwas, was heute wieder so nachgekauft werden kann. Und dadurch kann man natürlich diese Kamera vor allen möglichen schützen. Finde ich praktisch. Sieht natürlich ein bisschen altbacken aus, aber es hat natürlich bei so einer Kamera den Vorteil, dass die über Jahrzehnte auch überdauern kann. Ne? Immerhin funktioniert sie ja immer noch. Das Objektiv, was hier drauf ist, ist ein, soweit ich weiß, Industra Blende 2, 50 mm. Ist eins von den sehr guten Objektiven. Hat ein M39 Gewinde, also das Leica Gewinde. Und die Kamera macht Spaß. Ich meine, guckt sie euch an. Sie sieht total geil aus. Und man hat was Ehrliches in der Hand. Ist auch richtig schön schwer noch. Und man fällt damit garantiert auf. Blitzsynchronisation. Blitzschuh. Ob der funktioniert, glaube ich nicht, weil, wie man sieht, da ist nichts, aber man kann was draufstecken. Und zwar hatten die dann früher so eine Art kleinen Sucher da oben drauf. Anstatt hier durchzugucken, kann man dann da was durchgucken. Oder man steckt das Blitzlicht drauf, was dann hier über ein Kabel, früher gab es noch Blitzlichter, die über ein Kabel funktioniert haben. Also von daher, der Schuh ist nicht so unpraktisch. Ich glaube nur nicht, dass es heute noch ein Blitzlicht gibt, wo ein Kabel rausgeht, so wie früher, wo das eingebaut war. Viel Spaß beim Fotografieren. Das Wichtigste ist nämlich, dass ihr darauf achtet, immer erst die Verschlusszeit ändern, wenn ihr hier nicht mehr drehen könnt. Ansonsten macht ihr das schöne Teilchen wahrscheinlich kaputt.